So, da wäre ich wieder. Das Let's Play war ja eigentlich schon vorbei, aber in den Kommentaren wurde geschrieben, dass es wohl noch einen, in Anführungszeichen, optionalen Kampf gibt, der eigentlich nicht optional sein sollte, für mich ist aber optional war. Und ich meine jetzt nicht das Ding da. Das waren ja diese Sukubi-Dinger, die die Bälle schmeißen und dann explodieren nach einer Runde später. Die nicht. Die kann man wohl absichtlich umgehen. Waffen fallen lassen! Was? Sind Sie blind? Erkennen Sie nicht unsere Uniformen? Wir sind auf derselben Seite! Nein, das bin ich nicht, Captain Sullivan. Wir haben Befehl, diesen Sektor zu sichern. Ihre Mission ist hier zu Ende. Bitte legen Sie die Waffen langsam auf den Boden. Ein Evakuierungsteam ist unterwegs, um Sie zurück zum Hauptquartier zu bringen. Das hört sich irgendwie merkwürdig bekannt an. Das habe ich doch schon mal gehört. So leicht kriegt ihr uns nicht. Ovid, Strantin, in Deckung! Als wenn irgendeiner von denen in Deckung gehen würde. Willkommen zu Ihrer Beerdigung, Captain. Ich hatte gehofft, dass Sie keinen Widerstand leisten würden. Sie haben unseren Job soeben, leider, unnötig verkompliziert. Feuer! Was? Sullivan! Nein, nein! Warum schießen die auf uns? Wir sind Menschen! Seht uns an, wir sind Menschen! Ihr elenden Bastarde! Dafür werdet ihr büßen! Okay, also genau das meinte ich. Es gibt hier wohl noch mehrere Kämpfe, die ich durch was auch immer übersprungen habe. Also vielleicht die Reihenfolge, in dem ich irgendwelche Sachen gedrückt habe oder was auch immer. Dadurch fehlte wohl was am Ende. Und das würde ich jetzt ganz gerne nachholen. Also wir haben hier wieder Soldaten und Soldaten waren doof, das weiß ich noch. Aber wenigstens ist hier das Schlachtfeld ein wenig für uns passender. Haben wir noch diese Flächeneffekt-Dinger? Genau, das da. Ritzel doch bitte mal die Jungs. Okay, die sind ein Ticken überpowered. Du geh mal da in Deckung. Du geh mal dahin. Du geh mal hier hin. Schön nach da gucken. Ja, der wird jetzt eventuell hier hingehen, dann könnten wir das Fass sprengen. Aber die Fässer hatten echt nur einen Radius um sich rum, also Oh ja, sind nur noch zwei, das ist, ne? Kein Problem. Das soll aber nicht der schwierige Kampf sein. So wie ich es verstanden habe, gibt es hier irgendwo einen Keller. Und in diesem Keller ist ein richtig knackiger Kampf. Und den würde ich mir gerne mal angucken. Weil der Bosskampf, den wir jetzt am Ende des Let's Plays gesehen hatten, der war nicht so wirklich, schwierig. Oh, Sullivan ist ganz schön angeschlagen. Stimmt, er hat auch eine Kugel eingefangen. Da sollten wir mal gucken. Napalmwerfer geht nur in die Richtung. Könntest eine Granate schmeißen, können sie einfach selber heilen. Ja, komm, heil die einfach selber. So, du gehst nicht neben das Fass. Obwohl, warte mal. Das ist mir, glaube ich, jetzt fast wert. Ich denke nicht, dass die KI absichtlich auf Fässer schießt, um sie zur Explosion zu bringen. Wenn doch, ist es cool programmiert und ich nehme den Schaden halt in Kauf. Du. Flammenwerfer kommt da hinten nicht an. Nee, einfach nur Gewehr. Lauf dahin, hoff das Beste und schieß auf ihn. Keine Munition. Was? Okay, Schrotflinte. Wusch. Gut. Du einfach näher ran. Dann gucken wir nochmal. Fassexplosion, ja oder nein? Nö. Schießen, gehen weg. Okay, und gehen weg und schießen. So, du dahin. Du hattest einen Raketenwerfer, oder? Ja. Was? Och, komm schon. Also das ist wirklich eine Sache, die mich an dem Spiel ein bisschen stört. Ein Raketenwerfer mit einer Reichweite von 6 Feldern. Das ist... So, du da hinten. Oh, warte mal, hier kommt der Flammenwerfer schon an.
Jo. Sehr gut. Du. Dahin. Und Granate darauf. Swoosh. Du warst schon. Okay, dreh dich trotzdem mal dahin. Nur für den Fall, dass irgendwer auf dich schießt, was ich nicht glaube. Und die Soldaten, gegen die wir gerade kämpfen, die arbeiten jetzt zusammen mit dem Kommandanten, der nachher blutend am Boden liegt, richtig? In der endgültigen Szene. Okay. Also nehme ich an, ja. Oh, Axt. Busch. Und dann hierhin, nach da drehen und du. Er kriegt jetzt 10 Schaden nächste Runde durch das Feuer. Nur einfach Gewehr. Zack. Zeug, Quatsch. So, Trantin. Dahin. Dahin gucken. Und der Gegner ist immer noch zu weit weg, also Enter. Ist übrigens nicht dasselbe Schlachtfeld wie bei den Sukubi. Aber dieser Sarkophag sieht so ähnlich aus. Also der da. Nur waren auf dem Schlachtfeld 2 davon. Komisch, komisch. Na gut, du... Dahin. Nicht den Raketenwerfer jetzt im Nahkampf, das ist okay. Du kannst die Uzi nehmen. Da hatten wir viel zu viel Munition für. Genau. Du. Richtig. Und du könntest mit der Schrotflinte da noch ankommen, mit etwas Glück. Du. Schrotflinte. NATO. NATO ist tot. Nicht wirklich, aber ja. So, mal gucken, was er jetzt zu sagen hat. Der wird bestimmt noch einen Dialog haben, bevor er tot umfällt. Der Anführer hier. Ne, hat er nicht. Okay. Du. Heilzeug. Achso, das hätte ich anders machen können, ja. Du, heil dich. Nimm Gewehr in die Hand. Du gibst bitte aber auch ein wenig Gewehrmunition an Ovitch. Gewehrmunition. So. Das ist Pfeilmunition. Warum kann ich nicht? Ich fühle mich veräppelt. Irgendwie kann ich nicht runterscrollen. Aber er hatte doch 15 Schuss. Und die sehen so aus, genau. Ja, da sind sie. Okay, gib die Streichhölzer mal zu dem nicht rauchenden Trantin. Und gib dann 4 Schuss davon dahin. Zurück. Ovitch, heil dich bitte selber, wenn du noch was hast. Ja, nicht viel, ne? Was sagt der Inventar? Heilzeug, Bandagen. Ne, Pflaster. Gib mal ein so ein Superkit an ihn. Hast du ein Superkit? Nein. Gib ein Superkit auch an ihn. Kondome? Nein, Aufputschmittel. Da, Aufputschmittel. So. Und dann gucken wir doch mal, was da ist. Hebel. Aktivieren. Das hatten wir noch nicht gemacht beim letzten Mal, oder? Glaub nicht. Hier unten war auch noch irgendwas, was man drücken konnte. Diese Apparatur. Was in aller Welt ist das? Das kennen wir schon. Irgendwie nicht. Sieht aus, als hätten wir hier ein kleines Problem. Genau. Wenn wir da jetzt reinlaufen, kommen die Sukubi. Und den Kampf muss ich mir nicht unbedingt geben. Den können wir wirklich ruhig umgehen. Öffnen. Tür zum Reaktor. Hauptcomputer. Anschalten. Genau, dadurch können wir jetzt um den komischen Effekt rumgehen.
da hinten irgendeinen Schalter drücken und dadurch verschwindet dieses Funkeln. Aber trotzdem kommen wir dadurch nicht irgendwie in einen neuen Bereich und schon gar nicht in irgendeinen Keller. Und der Keller soll halt der Knackpunkt sein, wo ein schwieriger Kampf ist. Oh, Kiste. Öffne Kiste, Bandagen und Raketen. Alles nehmen. Raketen bitte an ihn hier. Alle drei. Jo. Workstation. Ja, nee, da will ich nicht hin. Ich darf diesmal nicht alle Matrix-Disks gleich da rein tun. Ich sollte mich erstmal da oben noch weiter umgucken. Ich hoffe mal, hier kommt jetzt nicht noch irgendein Kampf. Das kennen wir ja alle schon. Ja. Genau, euch kennen wir doch schon. Geht weg. Wisst ihr, er ist doch ganz natürlich. Na gut, das müssen wir noch machen. Wir alle ein bisschen hungrig. Nimm mal einen Flammenwerfer. Ich weiß jetzt aber nicht, ob irgendeiner von denen Resistenzen hatte. Das werden wir gleich rausfinden. Nö. Du kannst den da hinten mal einfrieren. Wenn das geht. Jo. Und dich danach da drehen, damit er dich nicht beschäftigt. Und du hackst auf den hier ein. Aber warte mal, du kannst auch Flammenwerfer visieren. Weil bei Ovitch macht er richtig gut Schaden. Also er brennt jetzt nicht doppelt, es tickt jetzt nicht doppelt durch, aber trotzdem. Der Schaden vom Flammenwerfer ist echt gut. Ja. Oh, da unten ist ja noch einer. Den habe ich irgendwie übersehen. Gegenangriff. Es wird nicht gehen, du hast den Flammenwerfer in der Hand. So, du hast noch 42. Renn mal hinterher. Bist nicht im Nahkampf. Okay, dann schieß. Schieß auf den Harvester. Er wird nächste Runde noch überleben. Dann geh du mal dahin. Hau den mit der Axt. Na, nächste Runde dürfte er jetzt sterben. Einmal dürfte es jetzt nur mit 10 ticken, dann ist er tot. Und du drehst dich nach da, um den Schuss einzufangen. Du schießt auf den Harvester. Ja. Und gehst dann hier hin und guckst nach da. Ich glaube, die Sister of Mercy, genau, die kommt gar nicht in die richtige Schussposition. Ja, sehr schön. Zug beenden. Typ unten tot. Jo. Scheint irgendwie durchgehend Ladehemmung zu haben, die Jungs. Also der Geräuschkulisse nach zu urteilen. Oh, da ist jemand wach geworden. Du geh mal da hin, schieß auf die beiden. Du renn mal da hin. Ist noch eine Betäubungs... Genau, Betäubungsgranate. Ja, nur den einen. Das ist nicht gut. Geht die Tränengas weiter? Nein. Oh, warte mal, ich könnte Betäubungsgas hier hinwerfen, dann werden alle betäubt. Trantin auch, aber hey. Ja, ich mach mal testen. Au. Oh. Er hat Betäubungsschutz. Das ist jetzt nicht gut. Absolut nicht gut. Kriegen wir trotzdem hin. So, du dahin. Flamme verbraucht noch. Axt. Gut. Zu beenden. Also der Harvester wird jetzt auf Trantin einhauen. Und ich weiß nicht, ob er extra Schaden macht, wenn das Ziel betäubt ist. Also beim Einfrieren... Kommst du da an? Ja. Beim Einfrieren ist es ja so, dass man mehr Schaden verursacht, wenn das Ziel eingefroren ist. Aber betäubt... Nee, 14. Komm, das ist albern. Okay. Du, lauf hinterher. Anzünden. Na.
Hatte man vorher nicht gesehen, ne? Nee. Nicht schön. So, du läufst jetzt wohin? Was machen wir jetzt am besten? Flammen... Ne, die hat einen Flammenschutz. Das haben wir gerade rausgefunden. Da gibt nicht so viel, ne? Regengas. Hier, komm, vergifte den mal. Gut. Dann läufst du dahin, um eventuell noch Schüsse abzufangen. Und du kannst nichts machen. So, Zug beenden. Ovitch muss sie gleich heilen. Sonst kippt er um. Und zwar mit einem großen Heilpack, weil die kleinen Pflaster kommen da nicht schnell genug hinterher. Seine Attacke ist auf mehrere Felder, das muss ich beachten. Das heißt, er darf auf keinen Fall jetzt Sullivan sich neben Trantin stellen. Die kriegen beide eine gewischt. Du, heil dich bitte. Stell dich dann genau davor. Guck in die Richtung. So, du, was machst du? Könntest den da auch noch... Oh, der ist wieder wach. Das ist nicht so gut. Du hast auch ein Einfrierding, oder? Nee, es hat Trantin. Mist. Okay, dann würde ich gerne den da hinten einfrieren. Anzünden. Genau. So, der tickert jetzt Flammenschaden durch, der tickert Giftschaden durch. Und Trantin war wach und ich habe ihn nicht bewegt. Das ist nicht schön. Und beide werden getroffen. Ebenfalls nicht schön. Ganz schön wehgetan. Ich hoffe, wir finden demnächst noch irgendwo Heilpakete oder dergleichen. Sonst haben wir eventuell bei dem schweren Kampf, der ja noch kommen soll, ein Problem. So. Du. Wutentbrannt. Oh, sehr schön. Gib mir eine Axt. Und Glück und überhaupt. 16, komm schon. Also du musst dich unbedingt heilen. Ja. Obwohl, warte. Du gehst jetzt dahin. Dich konnten wir einfrieren. Das heißt, ich friere dich jetzt ein. Kannst du keinen weiteren Schaden verursachen. Okay. Jetzt darf bloß Trantin keinen Schaden bekommen von dem Harvester. Der Harvester hat aber nur Nahkampfangriffe, kann also nicht zu ihm hinlaufen. Und ist jetzt hoffentlich tot. Also nicht durch den Schuss, sondern durch das Feuer danach. 9. Ja doch. 10 Schaden nächste Runde, ist er weg. Der Eingefrorene ist auch kein Problem und Uvic hackt nach und nach das Ding da kaputt. Das Ding, das übrigens immer wieder versucht, Abstand zu nehmen und dadurch näher an Sullivan und Trantin läuft. Was sehr gut ist für uns. Weil wir wieder nicht so weit laufen müssen. Genau, schön weit weggehen. Splush. Okay, du. Oh, oh. Flammenwerfer? Flammenwerfer. Immer noch flammenresistent. Okay, Axt, was soll's? Randa, Axt, rauf da. So, du hast immer noch sehr wenig Lebenspunkte. Okay. Hinten. Ja, mit Glück, sehr gut. Wow. Das war krass, okay. Du, da lang. Fertig. Nächste Runde würde Ovitch nicht mehr aushalten. Na doch, mit ganz viel Glück würde er es einmal aushalten. Also Ovitch... pflaster dich. Was nicht gut ist. Weil er hat jetzt 30 Lebenspunkte geheilt und kriegt nächste Runde wieder 30 Lebenspunkte Schaden. Das heißt, Ovitch ist jetzt effektiv aus dem Spiel. Trantin muss ich auch heilen.
Weil falls das Ding sich da unten umdreht und auf Trantin schießt, wäre er auch kaputt. Das heißt, der heilt sich jetzt auch einmal. Sollte sich ja nicht so hinstellen, dass er mit Sullivan zusammen getroffen werden kann. Und du gehst nach da runter. Guckst mal, ob du da irgendwas hinschießen kannst, aber wahrscheinlich nicht. Ja, Napalm verbringt nichts. Granate kommt nicht so weit. Nö, das war's schon. Zu beenden. Na, nicht da lang gehen, du bist Ding. Ja, Ovisch muss jetzt wieder heilen. Da. Geh mal da hin. So, Trantin. Runter. Du. Was machst du? Nimmst Madage. So. Gucken wir mal, auf wen er schießt. Ovisch, okay. Aber dann sollte er sie es jetzt Richtung links. Was? Sollte es da lang gehen? Vom Gegner weg war der Plan. Okay. Wir haben immer noch keine Stelle, wo wir ihn angreifen können. Das ist doof. Du. Oh, warte mal doch. Wir können betäuben. Die Dinger waren ja nicht betäubungsresistent. Das waren nur die anderen Viecher. Okay, jetzt haben wir gewonnen. Du, dahin, dahin. Axt, da drauf. Oh, da fällt mir ein. Betäubungssachen. Ovisch hätte die ganze Zeit über eine Betäubungspistole gehabt, oder? Mist. Das heißt, Ovisch hätte das Ding betäuben können und dann seelenruhig 3 Folgen lang drauf einaxten. Gut. Ignorieren wir einfach mal. Wir wollen ja eh nur noch das eine lose Ende finden. Und das reicht. So. Mach kaputt. Ovisch, Axt. Genau. Dann werden wir uns richtig schön hochbandagieren müssen. Schließen. So. Heilzeug. Du hast noch 3 Pflaster. Du hast nichts. Hier, nimm mal 3 Bandagen. Du nimm mal eine Heilsalbe. Du nimm mal 3 zu essen. Drogen müsstet ihr haben, oder? Nee. Drogen an Ovisch. Ovisch kriegt einen dauernd auf die Nase. So, du benutze das Kleinzeug zuerst. Weil das im Kampf halt fast gar nichts bringt. So, und das reicht. Okay, hier war jetzt irgendwo ein Schalter. Okay, warte. Mal gucken, ob hier unten noch irgendwo was ist. Ich suche hier einen Keller. Kiste zum Beispiel. Sehr gut. Öffnen. Kevlar-Wiste, Energie, Blaster und Gewehrmunition. Das klingt doch sehr cool. Energieblaster. Gewehrmunition. 3 für dich. 3 für dich. Heilzeug ist okay. Zurück. Oh, warte mal. Heilzeug. Gas gegen Gift, was auch immer. Verteil mal. Und die Kevlar-Weste bräuchte Trantin noch. Jo. So. Okay. Hat sich schon mal gelohnt, hier runter zu gucken. Auch wenn er kein Keller war. Und hier müsste jetzt irgendwo der Schalter sein. Bitte nicht noch ein Kampf. Raketen, Napalm, Gewehrmunition, Bandagen. Raketen kommen weg. Kann immer noch nicht scrollen. Okay, dann verteilen wir einfach Zeug. Bis wir genug Platz haben im Inventar. Hier Wodkaflaschen an Ovisch, da freut er sich. Da sind die Raketen. Du, dahin. Köderfalle, die haben wir auch gar nicht benutzt. So, Bandagen 2 an dich. Bandagen 2 an dich. Da ist ein komisches Drehding.
Da, Teleporter-Kontrollpunkt. Ausschalten. Flupp. Genau. Weil die Sukubi rein teleportiert werden. Ach, stimmt. Wir wissen ja, was mit dem Teleporter jetzt auf sich hat. Das wurde ja am Ende erzählt. Also der Teleporter war dazu da, diesen einen Gen raus zu teleportieren. Und dann kam irgendwas anderes aus einer anderen Dimension rein. Das waren die Viecher hier wohl. Oh, noch eine Kiste. Aber die habe ich schon aufgemacht, oder? Kann ich gar nicht sehen von hier aus. Sieht komisch aus. Oh ja, schließen. So, da wäre jetzt der Hauptraum. Ich glaube, wenn ich da reingehe, kommt ganz, 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 ganz viel Dialog. Ich würde vorher eigentlich ganz gerne gucken, ob hier noch irgendwo der Keller ist. Da unten wäre schon mal noch eine Kiste. Hier geht's nicht hoch, da geht's nicht weiter. Also ich habe den starken Verdacht, dass wir dahin müssen, zu dem Punkt, wo wir die Matrix-Disken einbauen müssen. Ganz viel Dialog wegklickern. Und dann, bevor wir die Disks reinlegen, da erst irgendwo in den Keller gucken. Ja, hier ist nämlich nichts mehr. Okay, dann speichern wir mal ab. Hier. Speichern. Test. Und gucken einfach mal. Computerzentrum. Hier ist keine Tür zum Keller. Computerzentrum. Matrix-Disks können hier verwendet werden, sofern Strom zur Verfügung steht. Nee. Das ist es nicht. Also wir können jetzt die Matrix-Disks da einlegen, aber wenn wir das machen, kommt das Ende so, wie wir es kennen. Das ist jetzt schade. Und ich kann auch nicht mehr nach da unten zurück, kann das sein? Also ich kann allgemein von hier nicht mehr weg. Können wir im Reaktor noch irgendwas umstellen? Nee. Kann ich hier irgendwas drücken? Nee. Ja, gut. Ich denke, ich mache dann am besten jetzt einen kleinen Cut. Und wenn ihr wisst, wo man hier hingehen sollte, um noch die optionalen Sachen abzugreifen, dann bitte in den Kommentaren melden und ich werde das in so ein paar Tagen, wenn ich die Kommentare gelesen habe, nachholen und versuchen, da hinzukommen. Weil ich würde jetzt ungern nochmal das gesamte Ende durchspielen. Das wären ja wieder zwei Folgen mit lauter Sachen, die ihr eigentlich schon kennt. Also wie gesagt, in den Kommentaren schreiben, wo ich jetzt hingehen muss und dann sehen wir uns bald wieder. Bye, bye.